zwei, eins, Schuss! Ha! Henry hat wieder gewonnen! Aber wäre das Spiel nicht viel lustiger, wenn ich auch eine Wasserpistole hätte? Mach dir nicht ins Hemd, Peter! Dass man immer so viel schleppen muss. Danke, Henry. Peter, los, trockne dich ab und leg dieses alberne Spielzeug weg. Mama hat mir eine Wasserkanone 3000 gekauft. Und ich hab nicht mal Geburtstag. Das ist echt Oberspitze. Denn jetzt ist keiner mehr vor mir sicher. Albert surft im Internet und wird dabei faul und fett. Faul und fett. Internet. Ja, Wasserkanone. Lass los, Henry. Die ist nicht für dich. Nicht für mich? Nein, das ist ein Gewinn fürs Schulfest. Nein, du darfst meine Wasserkanone nicht als Gewinn hergeben. Vielleicht hast du ja Glück und gewinnst sie. Du hast die gleichen Chancen wie alle anderen. Die gleichen Chancen? Aber das ist gemein. Hast du gehört? Das ist gemein! Henry, gib mir jetzt die Sachen, die du fürs Schulfest spendest. Ich gebe aber meine Spielsachen nicht her. Ach, jetzt sei nicht so, Henry. Nein, nicht mein Flecki. Nein! Hier sind meine Spielsachen, Mama. Die möchte ich gerne anderen Kindern schenken, die nicht so viel Glück haben. Oh, das ist wirklich lieb von dir, Peter. Und was ist mit dir, Henry? Na gut, dann suche ich eben was aus. Um das mal klarzustellen. Was kriegen, finde ich gut. Was geben, finde ich blöd. Doch bei manchen Sachen bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Du gibst doch nicht die Pupsi-Stupsi-Trinki-Winki-Krabbel-Brabbel-Puppe her, die dir Tante Grete zu Weihnachten geschenkt hat. Mama, Tante Grete denkt, ich sei ein Mädchen. Und das hier ist für meine allerliebste Nichte, Henriette. Ich heiße Henry, Tante Grete, und ich bin ein Junge. Zunge? Nein, das ist nichts zu essen, Henriette. Eine Puppe! Was soll ich denn mit einer Puppe anfangen? Die oder gar nichts? Vielen Dank, Henry. Also, keiner von euch darf in nächster Zeit ins Wohnzimmer kommen. Ich muss die Schatzkarte für das Piratengewinnspiel malen. Du malst die Schatzkarte? Hier? Tja, irgendjemand muss das ja machen. Sie malt die Schatzkarte hier, bei uns zu Hause. Das ist es. Genau. Die Wasserkanone gehört schon mir. It's so easy being me. I'm Henry. Siehst du, meiner ist jetzt schon größer als deiner. So, du willst also Spielchen spielen. Fertig! Das ist doch kein Schneemann. Ja, Schneemänner haben keine Flügel. So, jetzt sieht es schon mehr wie ein Schneemann aus. Hey, das ist mein Bruder! Oh, danke, Henry. Also darf ich ihn kaputt machen. Oh. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Ich steck fest. Ich stecke noch viel fester als du. Nein, ich stecke fester. So. Ach, Peter, der ist ja sehr schön. Den habe ich ganz allein gestrickt. Den habe ich extra für mich angefertigt. Mama, wir müssen dem Weihnachtsmann noch Plätzchen und Milch hinstellen. Das machen wir gleich. Ich wünschte, es wäre schon morgen. Warum?
damit du zusehen kannst, wie ich all die Geschenke auspacke, die du gerne hättest. An Weihnachten geht es ums Geben, nicht ums Bekommen. Klappe, du Zwerg! Wenn du nett bist, lasse ich dich vielleicht auch mal mit meiner galaktischen Schleimpistole schießen. Nein, danke. Ich krieg meine eigene. Nun, das wollen wir doch erstmal abwarten. Sicher die galaktische Schleimpistole. Frohe Weihnachten. Achim? Mist. Für Achim, für Achim, für Achim, für Achim, für Achim, für mich? Socken? Das ist gemein! Hoppla. Ja, ich tue Achim nur einen Gefallen. Er braucht Socken viel, viel dringender als ich. Warum hast du nicht versucht, ihn zu halten? Keine Ahnung. 2-1 für Lauras Mannschaft. Noch eine Minute. Gut, jetzt gibt's kein Erbarmen mehr. Was soll ich jetzt machen? Samir! Schieß Samir! Foul! Nehmt ihn den Ball an! Schaut! Da drüben! Da! Wieso hast du den denn nicht gehalten? Ein Berglöwe! Sieh doch, da drüben! Das ist eine Katze, du Blödmann! Ja, nur eine Katze, Blödmann! Könnte aber ein Babyberglöwe sein! Ha! Aus! Es steht unentschieden, 2-2! Ich habe 2 Tore geschossen, ich bin der beste Spieler! Nein, bist du nicht! Ich bin die beste Spielerin! Ruhe! Ich habe noch nie so ein skandalöses Beispiel von schlechtem Sportgeist gesehen. Faulen, rempeln, drängeln. Keiner von euch verdient es, bester Spieler zu sein. Aber Frau Streiter! Ich habe beschlossen, dass wir ein Elfmeterschießen machen. Henry gegen Laura. Okay, cool. Bert kann im Tor stehen. Nein, Henry. Um jede Möglichkeit zu schummeln auszuschließen, spielt ihr diesmal gegeneinander. Du gehst als Erster ins Tor. Dann stehst du aber ziemlich dumm da, Henry, wenn du gegen ein Mädchen verlierst. Du hättest ihn fausten sollen, Henry! Ach ja, da sieht man mal, was du von Fußball verstehst. Das war mein berühmter Po-Abprallsprung. Frau Streiter! Tausch die Plätze. Du gehst jetzt ins Tor, Laura. Da musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen, Henry. Nicht hinter der Linie. Beeilung, wir haben nicht ewig Zeit. Tor! Ja, wusch! Ich habe in den Ring gedonnert. Nun, ich habe das entscheidende Tor geschossen, also bin ich wohl die beste Spielerin. Sie meinen... Ja, stimmt genau. Ich bekomme die Karten. Aber das ist gemein!
Ich glaub's nicht, dass sich Frau Streitaxt die Karten gekrallt hat. Sie interessiert sich gar nicht für Fußball. Fußballkarten? Was soll ich denn damit anfangen? Ich fahre doch nicht den weiten Weg nach Manchester, um ein paar überbezahlten Dummköpfen zuzusehen, wie sie hinterm Ball herlaufen. Aber Mutti... Es muss doch jemand anders geben, der mitgeht. Ah, junger Mann, dich kenne ich doch, oder? Ja, du bist der nette junge Mann, der mir heute Morgen geholfen hat. Hier, die schenke ich dir. Nein, Mutti, das geht nicht. Nicht ihm. Warum nicht? Es ist meine Karte. Und die kann ich schenken, wem ich will. Nein. Ja. Getroffen. Sei nicht so gemein, Henry. Ich wollte ihn aufhalten, Vater, aber er hört nicht auf mich. Ich glaub's nicht. Das ist ein schändliches Benehmen, Henry. So etwas kann ich nicht dulden. Wenn ich wirklich dein Chef wäre, würde ich dich feuern. Henry, ich schäme mich sehr für dich. Er macht nur Ärger. Und wenn ich die Fabrik übernehme, würde ich ihn nie anstellen, Vater. Ich weiß, mein Sohn, aber du musst verstehen, dass manche Kinder nicht so eine gute Erziehung wie du haben. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, Henry. Mein Sohn, zeig Henry den Fotokopierer und lass ihn Fotokopien für mich machen. Und Henry? Ich weiß, Herr Best, ich soll aufpassen und von Wilhelm lernen. Dieser fiese, hinterlistige Rotzlöffel müsste erwischt werden, wenn er was ganz, ganz Schlimmes macht. Aber was? Das ist es! Genau! Hey Wilhelm, mir ist gerade was ganz Tolles eingefallen. Warum kopieren wir nicht was ganz Übles und hängen es dann in allen Büros auf? Ach, und was? Ist ziemlich krass. Gute Idee. Ich zuerst. Nein, ich zuerst. Ich bin der Boss und der Boss darf immer als Erster. Ach, richtig. Du weißt es am besten, Wilhelm Best. Ja. Wir müssen das ganze Land überzeugen und dann die ganze Welt. Denn ein Tag ohne Zahnpasta ist wie... habe ich irgendwas Witziges gesagt? Nein, Herr Best. Sie würden wir doch nie auslachen. Was? Drück ich auf den Knopf, kommen Popo-Bilder raus. Und die hänge ich dann überall aus. Wilhelm, was treibst du denn da? Das war Henry. Ich weiß nicht, warum er das sagt, Herr Best. Ich hab ihm gesagt, er soll das lieber lassen, Chef. Aber er hat nicht auf mich gehört, Chef. Herr Best. Wie kannst du nur? Du hast mich vor der gesamten Belegschaft meiner Fabrik lächerlich gemacht. So hab ich mir meinen Sohn nicht vorgestellt. Ab nach Hause. Wir sprechen uns später noch. Aber Vati... Keine dummen Ausreden. Von denen hab ich genug gehört. Offensichtlich war ich ein bisschen voreilig, als ich ihren Sohn beschuldigte. So sind die Jungs nun mal, auch wenn man die Buben noch so gut erzieht. Tja, Henry, ich denke, für den restlichen Tag könntest du dich, einfach etwas amüsieren. Vielen Dank, Chef. Herr Best. Toll! Ja! Ich frag Mama und Papa, ob ich früher aus der Schule kann. Arbeiten gehen finde ich echt cool. Hui! Nach dem Abendessen geht's ab in die Wanne. Nur ich, die Quietscheente und das Krokodil. Und Peter. Papa sagt... In diesem Haushalt wird zu viel Wasser verbraucht. Ab sofort badet ihr zusammen. Aber ich will nicht auf der Seite vom Wasserhahn sitzen. Es ist zu heiß.
Neue Hausregel. Wer beim Wasserhahn sitzt, darf die Temperatur bestimmen. Ich sitze diesmal auf der Wasserhahn-Seite. Nein, wir sind schon nicht. Ich bin dran. Ich bin auf der Wasserhahn-Seite. Nein, Nein. Papa beschließt, dass es doch keine so gute Idee war, uns zusammen baden zu lassen. Mama sagt, um 8 Uhr muss ich ins Bett. Aber um 8 geht doch kein Mensch ins Bett. Außer gute brave Jungs, so wie der perfekte Peter. Und mein Freund Bert darf immer ins Bett gehen, wann er will. Mach dich bettfertig, Henry. Also mach ich das. Ich halte den Rekord als langsamster Zähneputzer der Welt. Ich sage Papa, dass ich Hunger habe. Zu essen gibt's jetzt nichts mehr. Und dass ich Durst habe. Na gut, ich hol dir ein Glas Wasser. Gute Nacht, Henry. Wenn ich König bin, dürfen alle Kinder so lange aufbleiben, wie sie wollen. Aber bis es soweit ist, muss ich mir eben was einfallen lassen. Henry? Oh. Mama, es ist zu hell! Komme! Mama, es ist zu dunkel! Oh. Papa, ich kann Mr. König finden. Ich glaube, ich habe ihn in der Küche gelassen. Gut, ich seh mal nach. Also warte ich und warte und warte. Ach, muss man denn immer alles selber machen? Typisch, sie sind nicht mal gekommen, um mich zuzudecken. Na endlich! Mal sehen, was die alte Streitaxt dazu sagt. Mieze? Nein!